Und damit willkommen zurück bei Subnautica. Es geht tatsächlich weiter hier wieder. Und Kristall. Ich finde kein Kristall. Ich weiß nicht, wo der ist, aber wir werden schon noch fündig werden. Und so lange kann ich ein bisschen meine Motte hier Ich habe irgendwas wieder, was Unschuldiges. Aber Blutöl. Die Seewanderer sind in die andere Richtung komplett. Das ist insofern. Insofern ein bisschen schwierig. Also unten aber wieder. Mal wieder. Das ist zwar auch eine Kristallform, aber nicht die, die ich suche. Das Salz. Komm, jetzt hier. Wird doch wohl mal irgendwo so ein Popelkristall geben. Moment, das ist Riesenbumme. Blutöl. So viele Wegpunkte mittlerweile. Was gegen Fische? Bin immer noch der Meinung, dass die was gegen mich haben. Ich werde diesen Verdacht nicht los auf dieser Welt. Dass die Fische hier einen Plan aushängen, das ist ein Zyklopteil, das schenken wir uns mal. Ach, ich erinnere mich hier. Plutöl. Plutöl war in einer Gegend voll mit diesen Akro-Mega-Panzer-Arschloch-Fischen. Akro-Mega-Panzer-Arschloch-Fisch. Weiß ich Bescheid. Ullala, na? Guten Tag. Entschuldigung, haben Sie Kristall gesehen? Huiuiui! Was? Schwimmen wir an die Oberfläche? Das hier ist Lost River? Oh. Na, schau mal. Ich möchte hier gar nicht mehr aussteigen. Ach, egal. Blutöl lasse ich mal hier erstmal. Es geht uns jetzt um Kristalle. Ich frage mich, ob wir diese Pflanzen nicht doch schon... Ich meinte, wir haben die Ranken bei uns doch schon auch in die Beete angepflanzt. Bin mir nicht ganz sicher mehr, aber... Ich meine irgendwie schon. Was sollte mir dieses Schwimmen an die Oberfläche sagen, bin ich immer noch am überlegen. Außer Schwimmen an die Oberfläche. Das wäre jetzt so einfach. Wollen wir da was einsammeln hier? Was denn? Baumlaich. Aha. So was Neues. Erstmal mit dem Messer drauf. Erstmal zerstört. Hm. Ja. Schöne Mucke. Ja, da war doch schon mal ein bisschen Kristall hier. Da geht es bestimmt weiter auf der nächsten Insel oder wie auch immer. Ach, die deaktivieren den Strom komplett und deshalb kam dann so eine Meldung. Ah, okay. Das ist natürlich interessant. Alter Ego, 2 Monate am Start. Mal sehen, was passiert, wenn man hier auf Teilen klickt. Genau das. Dankeschön für deine Unterstützung. Viel Spaß. Dann bist du im Fernsehen, alter Ego. Dann bist du im Fernsehen. Voll schön hier. Weiß nicht, ob ich das auch nachhaltig sagen werde. Also, keine Ahnung, wenn ich... Aber an sich ist hier... Bis auf die Viecher... Alle tutti.
Und dem kann man ja aus dem Weg gehen. Und mal ganz ehrlich, ich meine, das war jetzt eine Überraschung, aber wirklich schlimm war das zumindest gerade nicht. Das kann natürlich in einer blöden Situation, wenn man irgendwie auf der Flucht ist und aus Versehen... Was? Oh, der hat Blähung gehabt. Habt ihr das gesehen? Der ist voll weggepackt. Der hing da irgendwie fest und dann... Hat sich noch kurz beschwert? Ich glaube, das war so ein... Oh, oh, und dann... sich vorstellen. Er hängt da unten so, schwimmt gemütlich durch die Gegend und dann merkt er, wie in ihm diese Blähung keimt. Nur so ein oh oh. Ein traumhaftes, tolles Bild. Einfach gerade wieder vor Augen. Dann siehst du diese Tentakel nur noch in einem Strahl davon schießen. So. Traum. So. Toll. Immer dieses bildhafte Vorstellungsvermögen. Ich glaube, wir haben genug Kristall. Nee, wenn eben nicht so viel geht. So. Vielleicht muss man was da rein kann gerade. Moment. Nö, nichts wirklich. Schön. So, dann holen wir gleich noch mal ein bisschen Sauerstoff. Welcome aboard, Captain. Ein Arschknaller, der Popo-Antrieb. Ja, genau. Wie so ein Luftballon, genau, den man loslässt. So ähnlich ist es. Das kann natürlich auch sein, dass der so, dass der irgendwie, die haben ja oben so eine Blase da, ne? Oder irgendwie eine Flüssigkeit drin ist. Und vielleicht ist es ja auch Luft. Man weiß es nicht, ja. Vielleicht hat der ihn Leck gehabt. Das ist dann auch blöd, wenn er hier so schwimmt und ein scharfkantiger Stein. Alles nicht auszuschließen. Nicht auszuschließen ist übrigens auch, dass es mitunter hier unten gefährlich wird. Was ist denn... Oh, oh. Oh, warte mal, nee, das sind noch die Viecher, die ich schon an Land hatte, oder? Ja, die sind anders, glaube ich. Wir wissen, was das hier ist. Ach, das ist Uran zum Abbauen mit dem Dings. Zum Abbauen mit dem Dings. Ihr wisst ja, was ich meine. Wir verstehen uns ja blind. Ich weiß nicht, ich bin weg. Ciao. Keine Ahnung, was da gerade hinter mir ist und diese Geräusche macht. Ich will weg. Wo habe ich meine Mitte geparkt? Ach, da unten. Rubin könnte man eigentlich mal einsacken. Hier ist echt viel zu entdecken, glaube ich. Ach so, was mir da einfällt, wir könnten doch auch diese komischen Dinger, wo ich jetzt nicht wusste, was es ist. Erstmal zerstören! Könnte man ja auch mal scannen. Ist aber nicht zu scannen wohl. Hm. Dann halt nicht. Und was ist das? Ist das ein Ei? Ist das ein Ei? Ist das ein Ei? Ist das ein... Gelsack. Stimmt, Gelsack. Die gab's ja auch noch. Ach du Gemini. Discord, unser Discord ist kurz weg, er steht gerade im Chat wohl. Kann ja auch mal passieren. Das Discord ist wahrscheinlich auch einfach zu heiß geworden. Ja. Ist zu heiß geworden hier bei momentan über 30 Grad schwülster Hitze. Aber ich wollte das Verständnis dafür, wenn irgendjemand einen Server sagt, nö. Oh, was ist das?
Ich weiß, Neugier sind in diesem Spiel meistens tödlich, aber hallo, was ist das? Rote Wiege. Tab drücken zum Anschauen. Eine komplexe, in Höhlen ansehende Pflanzenart, der leuchtgelber Kern ist ein vom stabilen Käfig. Ich lese schnell wegen Sauerstoff und weitermachen. Und vermutlich Abwehr mittelgroßer Fressfeinde. Okay. Da kommt irgendwas raus. Und was ist das? Samen der roten Wiege. Eine Deko, oder? Wirkt jetzt zumindest erstmal so auf mich. Was weg. Könnten wir ja dann eventuell versuchen anzusetzen in diesem Zuchtbehälter. Oder? Eventuell kann man das da ja anpflanschen. Tja, ich glaube, mit Glatt ich mich nicht mehr weit her. Ja, gut. Dann nehmen wir dreimal. Dreimal brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Wie lasse ich nochmal fallen? Warte mal, ich glaube, so. Fallen lassen. So. Zwei reichen da. Und dann nehmen wir lieber nochmal ein bisschen Kristall mit. Da hinten ist noch jede Menge. Und da ist noch Uranimimimi. Ist das Uranimimimi? Jawohl. Ach, das bisschen. Das bisschen Strahlung kann so schlimm nicht sein. Da ist auch noch Uranimimimi, oder? Nee. Kreaturenei. Oho. Oh, das sieht spannend aus. Keine Ahnung, was es ist. Juhu, freut mich gerade. Das sieht irgendwie spannend aus. Das sieht total... Inventarvoll. Das sieht total abgefahren aus. So, das war voll. Nur nochmal checken. Full. Full der Checker. Ja, Titan brauchen wir auch wieder. Insofern nehme ich das mit. Okay. Ab nach Hasuse, nach Hause. Wo ist es? Wo ist es? Weg. Rettungskapsel 2. Ganz kurz vorm Ziel, wo wir der helfen könnten. Egal. Wir müssen unsere Basis verschönern. Bestimmt. Das geht einfach vor. Weißt du, man muss auch mal so ein paar Prioritäten setzen. Neptun, Krebs, Seewanderer, Blutöl, das Ding, Riesenwumme. Wo hatten wir denn unsere Basis? Blutöl? Rettungskraft? Moment. Habe ich das nicht aktiv, das Ding? Signalmanager. USS Mimimi, die Seemotte, Rettungskapsel, Zyklop, also bei der Zyklop zur Not, ne, aber, ach, Neptun ist was an. Ach, Neptun ist ja unsere Rakete, genau. Die Zyklop ist ja, wo ist denn die Zyklop? Aurora, Treffpunkt, trockenes Land, da, das Ding. Ah, guck, auf einmal ist es auch wieder da. Ich glaube, ich muss das mal deaktivieren, wieder aktivieren, auch die Zyklop. Ah, die ist da drüber. Real Life Lego schreibt im Chat gerade Grüße aus England. Grüße zurück in den vermutlich Urlaub. Vermute, da ist es ein bisschen kühler als hier. Ich hatte jetzt heute gerade in Nachrichten gesehen, kam eine Meldung, 30 Grad am Nordkap. Naja. Ah, Klimaerwärmung, also Fake News, Fake News. Klimaerwärmung sind eindeutig Fake News. Sagt ja immerhin ein gewisser Präsident und der wird es ja wohl wissen. Oh Gott, mein Moped ist ganz schön kaputt.
30 Grad am Nordkap. Stell dir vor, du sagst, oh komm, wir fahren mal zum Nordkap, richtig rau, kalt und so. Und dann hängst du da, hast deine dicken Klamotten eingepackt. 30 Grad. Ja. Mist. Da ziehen selbst Eisbären den Pelz aus, ich glaube auch. Siehst du Pinguine mit Sonnenbrand? Wären Papageien. Der Präsident hat alternative Fakten. Oh ja. Seek fluid intake. Ja, machen wir mal daheim Sinn. Wenn diese Gestalt namens Präsident nicht so gefährlich wäre für die Welt, wäre sie lustig. Müsste man sie auslachen. Diese Gestalt. Aber echt bitter. Wie viel vom Klimawandel der Fakt ist, ist vom Menschen verursacht? Ja, ja, letzten Endes ist das am ehesten noch die Frage, die man sich stellen könnte. Dazu hatte ich schon mehrfach auch ein bisschen was erzählt. Diese Erdölreserven, die wir anbohren und verbrennen und damit das CO2 freisetzen. Diese Erdölreserven sind im Grunde genommen der CO2-Speicher der Natur. Das, was die Natur geschaffen hat, um überschüssiges CO2 zu binden. Entstanden sind die Erdölvorkommen vor 180 Millionen Jahren, zu einer Zeit, wo aufgrund von starkem Vulkanismus und dergleichen CO2 in der Erdatmosphäre sich, naja, stark angereichert hatte, wo es darüber auch eine starke Klimaerwärmung gab, wo es dann auch Algenschwämmen gab und die dann abgestorben sind und dieses CO2 gebunden haben, ja, die Algen. Die sind mitunter eben der Rohstoff für das Öl gewesen, was wir jetzt haben. Dazu noch viele gestorbene Tiere, die aufgrund der Überhitzung der Meere und Sauerstoffmangel, die dann teilweise entstanden ist und dergleichen, eben auch gestorben sind. Und das sind unsere Erdölvorkommen. Das ist der Speicher der Natur, der angelegt wurde, um überschüssiges CO2, welches damals zur Katastrophe geführt hat. Das Auria-Friedhof in Deutschland beispielsweise auch vorhanden, wo hunderte Tiere verreckt sind innerhalb kürzester Zeit. Das heißt hunderte, tausende, an einem kleinen Ort wohlgemerkt. Und ja, und diesen Notspeicher, den die Natur angelegt hat, um das loszuwerden, das Zeug, das Giftige sozusagen, das haben wir, das wurde über Millionen von Jahren gespeichert, das haben wir in 150 Jahren in die Luft gehauen. Und wir brauchen nicht darüber reden, wie groß die Rolle des Menschen ist. Die Rolle ist enorm. Nur ist leider die Lobby für die Industrie, die mit dem Erdöl viel Geld verdient, zu groß, als dass diese Fake News rauskommen. Ja. Werden eh von einem Meteoriten erschlagen. Ja, vielleicht kommen wir den Meteoriten noch zuvor. Wer weiß. Wer weiß. Aber gut. Soll nicht heute Thema sein, das ist ein trauriges Thema. Da tauchen wir rein. Ich bin so gespannt, was das für ein Kreaturenei. Hier steht unidentifiziert. Kann man das irgendwie identifizieren? Oder ist das. Schmeiß es rein und guck halt, was rauskommt, ne? Diamant, Rubin. Tak, tak. Dann Uranimimimi. Dann haben wir die Gelsäcke. Wo haben wir denn so einen Spaß? Hier bei Korallen mit reingeschmissen, jawohl. Den Samen. Ja. Oh. Nee. Vorrat ansehen. Gehen da? Nee, die gehen da auch nicht rein. Wir machen das mal bei Nahrung. Nee. Bei Nahrung mit rein. Geht auch nicht. Warum bloß? Ja, dann
Groß, groß. Das geht bei groß bestimmt. Ja, da geht er rein. So, ich werde es nie wiederfinden. Ü-Ei. Scanner? Ja, aber wie soll ich denn das kennen? Das liegt ja im... Ach so. Ich hat fallen lassen? Nee, hier kann es nicht fallen. Dann kann ich es im Wasser fallen lassen oder im... Warte mal. Wenn ich das jetzt im Wasser nochmal fallen lassen könnte, dann könnte ich es ja eventuell nochmal scannen. Nö. Nö. Zumindest jetzt kann ich es nicht mehr scannen. Na dann. Ich würde sagen, das brüht mir jetzt mal zuerst aus. Ich bin da einfach super spannend. Ich bin super spannend. Ich bin super gespannt. Wollte ich sagen. Das war jetzt zu hoch. Ach, der klettert dann immer ganz hoch, wenn die übereinander sind. Ich glaube, da müssen wir die Leitern noch mal separat machen. So, dann lass mal gucken, was jetzt hier. Betkasten benutzen. Behälter wechseln. Geht nicht. Pflanzbeet steht da auch nur. Okay. Muss ich das Ding hier einfach im Ding fallen lassen, oder was? Muss ich das Ei einfach hier drin fallen lassen? Nee, scannen kann ich ihn auch nicht nochmal. Aufzeichnungen, Datenbank. Fallen lassen, schreibt gerade der Chat. Okay. Ja, was da rauskommt, kann ich mir denken. Ich denke, das wird so ein kleiner hier mit seinen Blähungen sein. Oh, ich geh mal raus. Frag mich gerade, ob die mich dann wohl angreifen, wenn ich da drin bin. Ja? Komm schon raus. Ich kann sehen, wie er schlüpft, deshalb will ich jetzt nicht weggehen. Tja. Wie lange dauert denn das Schlüpfen so? Das dauert? Okay. Okay, mit den Leitern müssen wir jetzt was machen. Nein, können wir nicht. Runterklettern. Können wir nicht, dann muss ich erstmal mein Baugerät wieder haben. Behälter aufgezogene Tierchen sind lieb. Das beruhigt mich gerade etwas sehr. Ungemein. Mega. So. Wieder rein damit. Dann noch die Motte fertig ausleeren. Gab es nicht auch irgendwie einen Trick, wie man von einer und derselben Seite an beide Frachträume kam? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Frachtraum. So, kriegen wir alles rein. Jo.
Die Kartoffelsuppe war alle, genau. Ich krieg gerade die Meldung, dass meine Energie gefallen war. Die Kartoffelsuppe. Und erstmal den einen Schrank wieder voll machen hier. Oh, Titan ist das nächste, was wir uns holen müssen. Kristall. Jo. Und den Rest Kristall machen wir gleich zu Glas. Ressourcen. Ja, läuft unser Discord jetzt halt mal nicht. Ja, Zeit zum Stream schauen. Yay! Ja, schauen wir mal. Wenn wir noch ein Kristall nehmen. Kann man mal ein Glas machen. Kann zum Glück lang kein Anrufbeantworter Meldung mehr. Keine Anrufbeantwortermeldung mehr. Muss gleich mal auf Holz klopfen. Toi, toi, toi. So, wenn bei Kristalle jetzt voll ist, wo schmeißen wir dann unser Glas rein? Lithium, Diamant, Rubine, Salz, Uranimimimi, Groß, Batterien, Gerümpel, Eier. Eier, wir müssen da gleich auch noch mehr reinschmeißen. Werkzeug, Sonstiges. Sonstiges ist ziemlich voll. Korallen, Silikon. Da haben wir wenigstens schon mal verarbeitet. Das kommt, dann tue ich es mal da dazu. Das zwar irgendwie nicht, aber ich finde irgendwie dann doch wieder um 1, 2, 3, 4, 5. Halt, Moment, da war noch eins. So, und dann brauchen wir nochmal Titan. Ich weiß jetzt nicht, wie viel. Nehmen wir auch mal 5. Oder 12. So, Werkzeug. Warum suche ich mir immer die... Mann, ich suche jedes Mal den Schrank. Bei runden Räumen irgendwie finde ich schwierig. So. Bin da noch nicht zufrieden mit der Leiter hier hinten. Ich glaube, wir machen wirklich noch den Aufgang seitlich und weißt, so, wie ich es mal hatte. Das machen wir auch so. Das gefällt mir aber nicht. Halt, nee. Moment, nee. Das konstruieren wir ab. So, dann gehen wir runter. Wir machen das wieder genauso, wie es mal kurzzeitig hatte. Mit diesem Schniepel da dran. Ich finde das irgendwie besser. So. Schniepel. Moment. Ah. Das war knapp. Welcome aboard, Captain. Leiter. Das ist doch gut. Und dann nur die Überlegung, wie wir jetzt dann noch den Aufgang weiter hoch machen. Oder ob man da einfach nur... Es wär schön, wenn diese Decke hier raus wäre und dieser Zuchtbehälter dann eins wäre. Ne? Lass uns mal jetzt erstmal eine Leiter hier hinmachen und dann kann ich mir immer noch überlegen, wie ich das in Zukunft anders lösen... Komm schon. Anders lösen könnte. Wenn die Decke dann auch weg wäre hier, das wäre echt gut. Ich schau mal, wie das sich gleich verhält. Da habe ich wahrscheinlich nicht mehr genug Titan. Doch. Ja, schade. Okay. Das ist halt die Frage, ob die... Mal da, kann man die Decke auch noch aus Glas machen? Hm.
was ich hier sehr gerne machen möchte. Die Fischis sollen ja auch was sehen. Frage mich, ob das auch mit dem Observatorium gegangen wäre oder ob es für diesen Zuchtbehälter den Mehrzweckraum dringend benötigt. Ist gleich schon wieder alles weg, was wir jetzt haben, ne? Ich hab ihn ja. Nee, Sekunde. Braucht er zwingend Glas oder wandelt er sich's um? Nee, er braucht zwingend Glas. Okay, müssen wir erst dann vorbereiten. So, dann sehen wir uns aber in der nächsten Folge auf YouTube wieder. Natürlich geht's im Stream noch ein bisschen weiter. Und dann werden wir oben... Oben will ich auf jeden Fall noch ein Observatorium hinbauen. Und mir das so ein bisschen einrichten als... eigene Heimat sozusagen. Und dann sind wir fertig mit dem Basisausbau und dann schauen wir auch endlich nach dieser Kapsel zu. Die kann mal so lang warten. Ja, Prioritäten und so. Ihr wisst ja Bescheid. Also, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.